Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Muhammad al-Ashraf al-Mursaleen. Liebe Geschwister, es gibt eine Regel. Diese Regel ist aus dem Koran, der Sunna und dem Anum. Wer etwas für Allah ta'ala verlässt, Allah wird ihn mit dem Besseren ersetzen. Das ist eine Regel. Woraus ist die entnommen? Vom Koran. Allah ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Wer Allah fürchtet, dem wird Allah ta'ala einen Ausweg geben. Und aus der Sunna des Propheten Muhammad hat er gesagt, wenn du etwas für Allah sein lässt, dann wird Allah dir das mit etwas Besserem ersetzen, als das, was du sein gelassen hast. Das ist ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und daraus hat man diese Regel entnommen. Wer etwas für Allah verlässt, Allah wird ihn mit dem Besseren ersetzen. Aber hier eine Sache, sagt Imam Muqayyim, man sollte darauf achten, dass man, wenn man etwas verlässt, dass man es aufrichtig für Allah verlässt. Nicht aus anderen Gründen. Manche Leute verlassen etwas, woran sie gewohnt sind, von den schlechten Gewohnheiten oder schlechten Taten, aber nicht aus dem Zweck für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir etwas sein lassen, was Allah uns verboten hat, dann müssen wir das für Allah machen, weil wir seine Diener sind und weil wir uns ihm unterwerfen. Aber manche leider achten nicht darauf und sie verlassen die schlechten Sachen aus anderen Gründen. Manche verlassen das aus der Gesellschaft. Der will nicht in der Gesellschaft sozusagen schlecht angesehen werden. Dann verlässt er das und das aus diesem Grund. Oder er verlässt das für seine Gesundheit oder für andere Sachen. Und das ist etwas, was verboten ist. Und das ist etwas, was dir das auch schwer macht, etwas sein zu lassen. Guck mal, was Imam Muqayyim gesagt hat. Imam Muqayyim hat gesagt, derjenige, der etwas von diesen Gewohnheiten verlässt, nicht wegen Allah, also für einen anderen Zweck außer Allah, der wird wahrlich darin eine Erschwernis finden. Ihm fällt es immer schwer, etwas sein zu lassen, weil er das nicht aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Dann sagt der Imam Qayyim, aber derjenige, der das aufrichtig für Allah sein lässt, der wird darin keine Schwierigkeit finden. Aber, achtet darauf, nur in der ersten Periode, in der ersten Zeit, würde er Schwierigkeit finden. Warum? Sagt er, weil er hier geprüft wird. Ob er ehrlich ist mit der Sache, was er für Allah verlässt, oder ob er lügt. Du siehst viele Leute, die fangen an, haben die zum Beispiel jetzt, wollten sie mit Rauchen aufhören, die verlassen das für sozusagen eine Woche, zwei Wochen, dann wird er wütend oder wird, dann kommt er wieder und raucht. Hat er das für Allah verlassen? Das ist eine Sache. Er sagt, diejenigen, die das aufrichtig für Allah verlassen, die werden keine Schwierigkeit darin finden, das sein zu lassen, außer am Anfang, weil er geprüft wird, ob der wahrhaftig ist in das Verlassen von Allah oder ob der lügt. Aber wenn er Geduld hat gegenüber das, was er für Allah verlässt, dann wandelt sich diese Schwierigkeit zu einem Genuss. Viele haben nicht die Geduld. Deswegen, man braucht sich zu motivieren. Wir haben jetzt viele Sachen, mit denen wir kämpfen und mit denen wir Allah subhanahu näher kommen wollen, indem wir das für Allah sein lassen. Aber für diesen Kampf, erstens die Aufrichtigkeit, zweitens die Geduld. Drittens, erinnere dich an diese Regel. Du verlässt etwas für Allah subhanahu wa ta'ala, auf jeden Fall bekommst du etwas Besseres als das, was du verlassen hast. Einige Leute sind auf Dunya fixiert. Deswegen, sie erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie etwas für Allah verlassen, dass sie etwas von der Welt, etwas Weltliches bekommen. Deswegen siehst du ihn und er wartet auf Geld.
er wartet auf Auto, er wartet auf ein Haus oder irgendwas, was Weltliches ist. Aber der Ersatz muss nicht etwas Weltliches, Materialistisches sein. Sagt Imam Qayyim, das, was Allah dir ersetzt, kann verschieden sein. Aber jetzt, was ist das Höchste, was Allah dir gibt? Ein Auto oder ein Haus? Das Höchste, was dir Allah gibt, ist, dass du die Nähe von Allah bekommst. Dass du dich näher zu Allah fühlst. Dass du die Liebe von Allah Ta'ala bekommst. Dass in dein Herz mehr Liebe für Allah Ta'ala ist. Dass du eine Zufriedenheit hast in der Erwähnung von Allah Ta'ala. Dass dein Herz sozusagen Kraft bekommt von Iman. Dieser Ersatz, das gibt Allah Ta'ala nur spezielle Dinge. Wenn du für Allah etwas verlässt und Allah gibt dir diese Gabe als Ersatz, dann hat Allah dir den besten Ersatz gegeben. Da kannst du nicht ein Auto damit vergleichen und nicht eine Menge Geld damit vergleichen. Wenn du diese Iman, diese Liebe und diese Geborgenheit hast in deinem Herzen, dann hast du die beste Gabe von Allah bekommen. Und auch die Gabe, die Allah dir gibt, ist auch im Jenseits. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in dem Hadith von Allah ta'ala, überliefert, was Allah ta'ala gesagt hat, er spricht die Malaika an, wie sie die Hasanat und Sayyiat schreiben sollte. Er hat gesagt, und wenn mein Diener eine schlechte Tat machen will, der hat beabsichtigt, eine schlechte Tat zu machen, aber er lässt das sein, meinetwegen, aufrichtig für Allah, macht diese schlechte Tat nicht, dann schreibt ihm das als gute Tat. Das heißt, jede Sache, die du vor Allah verlässt, bekommst du dafür eine gute Tat geschrieben. Und ersetzt dir Allah mit etwas Besserem. In diesem und jenseits. Deswegen braucht man aber hier mit sich zu kämpfen. Die Sache für Allah, rein für Allah zu verlassen. Und umso mehr diese Seele und die Lust des Menschen an diese Sache hängt. Und wenn die Türen zu dieser Sache geöffnet sind, so dass man es mit Leichtigkeit machen könnte, das, was du für Allah sein lassen solltest, wenn du dich sozusagen abmühst, du machst eine Dschihad mit deinen Nefs, dass du das nicht machst, wird die Belohnung gewaltiger. Deswegen, nimm mal ein Beispiel, den Yusuf a.s., der Prophet. Allah hat ihn von der Unzucht bewahrt. Aber er hatte auch einen großen Kampf. Weil diese Situation von Yusuf ist nicht wie jede Situation von uns hier. Die Situation von Yusuf a.s., der Prophet, er hatte viele, viele, viele Gründe in dieser Unzucht und in diese Sünde zu verfallen. Aber er hat sich beherrscht und er hat sich reingehalten und er hat sich von dieser Sünde entfernt. Erstens, die Frau, sie hat ihn zu der Sünde gerufen. Das heißt, sie hat sich entlöst von ihrer Kleidung und wollte ihn haben zu der Unzucht. Und da braucht man einen Widerstand. Und er war alleine. Da braucht man wiederum einen Widerstand. Und sie war schön. Braucht man auch einen Widerstand. Und er war jung. Da braucht man auch wiederum einen Widerstand. Und er war ein Sklave. Ein Sklave normalerweise hat er nicht sehr viele Entscheidungen zu treffen. Wenn ihm was gesagt wird, dann muss er das machen. Und trotzdem hat er
Allah gebeten, oh Allah, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich rufen. Und Allah hat ihn bewahrt, aber Allah hat ihn mit dem Besseren ersetzt. Yusuf alayhi salam, nachdem er rausgekommen ist vom Gefängnis, weil er die Unzucht verlassen hat und ist dafür ins Gefängnis gekommen, wegen des Verlassen von der Unzucht, hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala alles umgedreht. Er war ein Sklave, er wurde ein freier Mann. Er war unter dem Haus von einem Minister, er wurde selber zum Minister. Allah hat ihm Herrschaft gegeben und Macht gegeben und Reichtum gegeben, dafür, dass er diese Sünde sein gelassen hat. Und die Wege zu dieser Sünde waren viel. Und er hat viel Widerstand gehabt, von dieser Sünde wegzukommen. Und das gilt für uns. Wenn wir uns abmühen, und vor allem in dieser Zeit, wo es immer mehr leichter wird, in die Sünde zu verfallen. Heutzutage ein Klick und bist du schon in mehreren Sünden drin. Und ein Klick, kaufst du schon was ein und bist du in eine gewaltige Sünde. Deswegen, wir brauchen in dieser Zeit uns sehr, sehr abzumühen. Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, es kommt eine Zeit. Es kommt eine Zeit. Da bekommt derjenige, der sich an das hält, woran ihr euch hält, da bekommt er die Belohnung von 50 von euch. Dann haben die Sahaba gefragt, von uns oder von denen, die in deren Zeit sind? Sagt er, nein, von euch. Das heißt, jeder in dieser Zeit, wo die Fittern sehr viel sind, aber der hält sich an das, woran sich die Sahaba gehalten haben, dann bekommt er die Belohnung von 50 Sahaba. Warum? Weil in Zeit von den Sahaba, sie hatten eine saubere Gesellschaft. Und diese saubere Gesellschaft wurde von dem Propheten sauber gehalten, von den Sahaba sauber gehalten. Deswegen gibt es nicht Helfer zum Schlechten in dieser Zeit von Sahaba. Aber in unserer Zeit ist derjenige, der sich an das, woran die Sahaba sich halten, fremd. Und gibt es sehr viele Helfer zum Schlechten. Und man braucht eine Standhaftigkeit heutzutage. Dass man an das, woran die Sahaba gehalten haben, dass man sich daran hält, an den Tawhid und die Sunna, an die Sauberkeit und die Keuschheit, die die Sahaba hatten, an das Blicke senken, an sozusagen den Halal suchen, nur von Halal zu ernähren. Das ist Weg der Sahaba. Von den Sünden sich zu distanzieren, sich für Allah abmühen, das Gute zu tun. Deswegen, wir sind in einer Zeit. Wenn wir das schaffen, dass wir an die Sahaba halten, woran sich die Sahaba gehalten haben, dann haben wir die Belohnung von 50 Sahaba. Deswegen, wir sollten darauf achten. Heutzutage, wie ist Unzucht verbreitet? Wie viele muslimische Kinder sind von Unzucht, Unzuchtskinder? Warum? Weil einer und ein Mann und eine Frau sich nicht beherrschen können. Sie können nicht einen Halalweg suchen. Und dann haben sie Kinder von Unzucht. Und was noch gefährlicher ist, dass man sich mit dieser Unzucht zufrieden gibt. Wie man lebt, ich lebe mit meiner Freundin, meiner Partnerin. Ich habe meine Kinder. Der zeigt seine Kinder, seine Familie. Ja, die wollen, dass sie sozusagen beglückwünschen für das, was er für ein Kind bekommen hat. Von Unzucht. Und das wird langsam, langsam normal bei den Leuten. Wer die Unzucht lässt, sein lässt, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und vor allem die Wege, die zur Unzucht führen, von Chatten, Reden, sich vermischen, das Hinschauen,
wenn man das sein lässt für Allah subhanahu wa ta'ala, was gibt Allah dir als Ersatz? Er gibt dir einen sauberen Herz. Er gibt dir die Keusche. Er bewahrt dich von den Übeln, von das, was die Leute, die Unzucht haben, bekommen. Und er schenkt dir die rechtschaffene Frau. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Khabithatu lil-Khabithin. Die Schlechten gehören den Schlechten. Wal-Tayyibatu lil-Tayyibin. Und die Guten gehören den Guten. Allah subhanahu wa ta'ala schenkt dir die rechtschaffene Frau. Aber distanzier dich von alles, was Unzucht ist. Distanzier dich von der Lüge. So, und halte dich an die Wahrheit und immer die Wahrheit sagen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Weg zum Paradies erleichtern und wird dich zur Güte führen. Und wer das Fuschen und das Betrügen sein lässt in Kauf und Verkaufen, wenn er vertrauenswürdig wird, dann wird Allah ihm das Bessere ersetzen, dass er vertrauenswürdig unter den Leuten ist, dass die Leute auf ihn zugehen und egal von wo sie kommen, sie wollen ihn, speziell ihn. Warum? Weil er bekannt ist für seine Vertrauenswürdigkeit. Und wer es sein lässt, mit Zinsen und mit dem Haram Geld zu verdienen, Allah ersetzt ihn mit einem Segen in seiner Versorgung. Denk nicht, die Zahl ist das, was Segen macht. Jemand verdient 2000 Euro oder 3000 Euro mit Haram und andere vielleicht 1700 mit Halal. Allah segnet den. Du musst auf den Segen gucken. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn versorgt von da, wo er es nicht erwartet. Und genauso mit anderen Sachen. Wer das für Allah sein lässt, was Haram ist, den wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Besseren ersetzen. Und nicht nur das, und im Jenseits. Der Prophet Muhammad hat gesagt, wer den Alkohol in Diesseits nicht trinkt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol schenken von dem Wein schenken von Al-Jannah. Das ist nicht zu vergleichen. Auch wer Seide sein lässt, für die Männer ist verboten, Seide zu tragen. Wer das sein lässt in Diesseits, Allah ersetzt ihn das im Jenseits, dass seine Kleidung von Seide sein wird. Und auch den Gold für die Männer ist verboten, aber im Paradies wird das für ihn da sein. Das heißt, Allah ersetzt ihn mit dem Besseren, wenn, was er für Allah subhanahu wa ta'ala sein lässt. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Regel folgen lassen. Wenn wir etwas für Allah rein, für Allah sein lassen, wir sollten die Gewissheit haben, dass Allah uns mit dem Besseren ersetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Regel folgen lassen. Sallallahu alaihi wa sallam.